Was will er denn? Erstmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade einen Zuschauer getroffen an der Tankstelle. Der ist hier mit einer Cross unterwegs. Ich weiß gar nicht, was das für eine Cross. Ich glaube, eine Beta irgendwas. 250er. Bitte mach hier keine Überholmanöver. Frei schiebt aber auch gut, ne? Ich habe gefragt, ob ich damit fahren will, aber nee. Ich bin noch zu unsicher, um mit fremden Fahrzeugen zu fahren. Ja, jetzt kommt auch schon wieder der nächste Regenschauer. Es ist zum Kotzen, aber ich kann es heute nicht ändern. Alter, ist laut, Mann. Aber man merkt schon, Alter, wenn er Gas gibt, die geht schon fast von alleine vorne hoch. Also ohne, dass man da irgendwie großartig ziehen muss oder kuppeln muss, glaube ich. Boah, Alter, die stinkt, Mann. Hat er keine Spiegel? Keine Blinker? Oh. Hey, Junge! Pass auf dich auf! Oh, Junge, er muss immer so fahren, dann kann man wenigstens sein Kennzeichen lesen. Ich bin hier sehr vorsichtig. Okay, hier sind leider auch wieder Leute, ne? Oh nein, Pferd. Oh, Pferd, bitte erschreck dich nicht. Bitte gib jetzt kein Gas. Bitte erschreck das Pferd jetzt nicht. Ganz vorsichtig. Puh. Und wenn so ein Pferd ausschlägt, dann ist halt auch rum, ne? Schräglagentraining. Mein, alles ist nass. Straße nass, Reifen nass, Infi nass. Alles nass, Mann. Ich lasse mich hier jetzt nicht verleiten zum... schnellen Fahren oder so. Bin hier vorsichtig mit den Kurven. Ich muss hier wirklich nicht auf der Schnauze liegen. Fühle ich irgendwie nicht so. Oh nein. Auch noch Schotterweg. Okay, hier an dem Teil war ich noch gar nie. Das ist neu. Das ist neu. What the fuck? Das ist neu. Oh nee, ihr baut meine Natur zu. Die haben hier alles zugebaut schon. Alla, wo hast du das gelernt? Selber beigebracht. Nicht schlecht. Er zeigt uns jetzt mal ein paar Wheelies. Er zeigt uns mal ein paar Wheelies, Alter. Crazy, Mann. Ich steig mal hier ab, dann kann ich einen rauchen nebenbei. Oh, Mann. Alter!
Alter! Junge! Das sieht schon nice aus. Alter, oh nee! Oh Mann! Alter! Verrückt! Alter, oh nein! Alter, ist die laut, die KTM! Sei nicht neidisch! Im Herzen kannst du das auch. Alter. Oh, Leute, wo bin ich hier gelandet, Alter? So, meine Freunde, da bin ich wieder. Einen Zuschauer getroffen, auf einmal hier zwei, drei Cross-Maschinen, Autos. Junge, was geht ab? Auf jeden Fall coole Leute. Coole Typen, Alter. Ihr seid richtig crazy unterwegs. Aber ich lasse mich hier nicht verleiten zum schnellen Fahren oder Rasen. Vor allem es regnet. Ich bin da echt vorsichtig. Nasse Reifen, nasse Straßen. Reifen sind es wahrscheinlich auch wieder kalt. Die haben hier alles umgebaut. Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt haben sie hier diese Straße hier neu gemacht, weil irgendwie vorne alles gesperrt ist. Und der ganze See wird jetzt wohl wirklich nur noch Kieswerk. Das ist halt echt ätzend. Das ist eine KTM EXC 250, Alter, crazy, Mann. Original Auspuff und so, gemerkt, wenn er Gas gibt, so, ne, im Stand und du stehst nebendran, du spürst richtig die Vibrationen. Das ist verrückt, wie laut dieses Ding ist. Also, die Bros sind ganz wild unterwegs. Junge, Junge, Junge. Hat sich doch gelohnt, heute mal auch bei schlechtem Wetter rauszugehen. Ich bin nicht der Einzige, der heute einfach auch Krampf Bock hatte, ein bisschen rumzufahren. Also, haut rein! Hau rein! Mich auch! Was will ich euch in diesem Video mit auf den Weg geben? Also das Ganze war jetzt nicht geplant. Ich habe den einen Zuschauer an einer Tankstelle getroffen und dann wollte er mir ein bisschen was zeigen und sind halt Kollegen noch von ihm gekommen und so. War wirklich cool, hat mich gefreut. Aber Leute, ride safe, bleibt immer, fahrt immer sicher, seid vorsichtig, passt auf euch auf. Auch die Jungs, die wir jetzt gerade getroffen haben, passt auf euch auf, alle. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann euch nur eine Sache mit auf den Weg geben. Klar, Motorradfahren ist teuer, Führerschein ist teuer, Motorräder sind teuer, Unterhalt ist nicht so teuer, aber so Werkstattkosten. Je nachdem. Aber Leute, ich sage euch, wenn euch das Spaß macht, das zweirädrige Fahren, also wenn ihr das auf dem Roller schon fühlt, glaubt mir, ihr werdet das auf dem Motorrad lieben. Ich kann nur jedem ans Herz legen, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, macht es. Auch wenn ihr schon über 30 seid oder so, macht es, macht den Motorradführerschein, holt euch ein Motorrad und so. Glaubt mir, es lohnt sich, es macht so viel Spaß. Vor allem, man lernt automatisch auch Leute kennen, die das gleiche Hobby haben, Leute, die du vielleicht so gar nicht kennenlernen würdest.
Aber so ein Hobby verbindet halt auch miteinander. Ich meine, klar, ich kenne jetzt vielleicht 2-3 Leute von YouTube. Aber auch wenn du kein YouTube machst oder so, du kommst automatisch irgendwie mit Motorradfahrern ins Gespräch. Und das ist einfach geil, Mann. Und was macht er da? Seht ihr hier so den Zeigefinger so ein bisschen auf den Bremshebel machen? Was will er denn? Junge! Hat er mich nicht gesehen oder was? Leute, ja, ich war da wahrscheinlich im toten Winkel, ne? Ja, Digga, er hält einfach mitten auf der Straße an und fährt rückwärts. Junge, 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 fast noch Unglück passiert. Zum Glück gebt mir eine Hupe. Leute, Hupe, überlebenswichtig. Ich bin mir sicher, den meisten, die so meine Videos gucken, selber vielleicht Roller fahren, denen würde das Motorradfahren auch gefallen. Also. Und es ist klar, Motorradführerschein ist nicht gerade der einfachste Führerschein. Aber das ist auf jeden Fall machbar, wenn man eine gute Fahrschule hat, einen guten Fahrlehrer, der auch geduldig ist, dann ist das alles gar kein Problem. Und das macht man einmal, Leute, und dann habt ihr es. So. Ja, war auch mal interessant, so ein paar Crossfahrer beim Wheelies machen zu sehen und zu beobachten. Für mich, also ich würde das jetzt nicht machen, ich kann das A gar nicht. Und ich muss das auch nicht können. Aussehen tut es aber schon nice, muss man schon sagen. Und so eine KTM EXC 250 ist ja eine beliebte Enduro. Und ich kann es auch irgendwo verstehen, weil die hämmert schon ordentlich. Das ist schon Donnergewitter. Nicht schlecht. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es sind ein paar coole Aufnahmen bei rumgekommen. Verrückte Jungs, Grüße gehen raus an euch. Passt auf euch auf, fahrt sicher. Ja, und an den Rest, Leute, ich danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen, falls ihr noch nicht abonniert habt. Hilft mir ungemein. Und ne, passt auf euch auf. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Oder je nachdem, was für ein Tag ist, wenn ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit V.